Hier ist der zweite Teil der Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio am 20. Juni 2013. Ich begrüße unseren zweiten Interviewgast, Herrn Professor Dr. Klaus Buchner, ehemaliger Bundesvorsitzender der Ökologisch-Demokratischen Partei und Außenpolitiker der ÖDP. Guten Abend. Guten Abend und herzliche Grüße zurück. Die ÖDP hat eine Petition gemacht, um einen Entwurf mit dem Aktenzeichen 2012-0370, Klammer auf, NLE, Klammer zu, wo es um Ausführungsbestimmungen zur Solidaritätsklausel, den Artikel 222 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union geht, ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Worum geht es dabei? Ja, die Namen sind furchtbar kompliziert. Aber was drin steht, ist eigentlich was ziemlich Schlimmes. Es heißt im Klartext, in einigen Konsequenzen, das ist nicht der ganze Artikel, dass es vorkommen kann, dass zum Beispiel in Griechenland oder in Spanien ein Generalstreik entsteht, der die Regierung zwingt, irgendwelche Zahlungen am Banker nicht zu leisten. Und dann bekommt die EU das Recht, in dieses Land einzumarschieren, sobald sie von irgendeinem, wie es so schön heißt, hohen Mitglied der Regierung drum gebeten wird. Das heißt, die Regierung muss sich gar nicht einig sein drüber, aber wenn ein hohes Mitglied drum bittet, dann kann die EU militärisch eingreifen, um Vermögenswerte zu schützen. Das heißt also konkret, Menschenleben opfern, Vermögenswerte retten. Und das finde ich das Ende der Demokratie. Angefangen hat das Ganze ja mit diesem Artikel 222 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Ja. Da will man ja gemeinsame Militäreinsätze innerhalb der EU machen können, wenn ein Gegenstand, wenn ein Mitgliedstaat zum Objekt eines Terrorangriffs oder eines von einer von Menschen verursachten Katastrophe geworden ist. Und damals gab es ja schon heftige Kritik von Menschen verursachte Katastrophe. Ist dieser Begriff hinreichend definiert oder birgt der Missbrauchsgefahr? Und das scheint sich ja jetzt zu bewahrheiten mit der Missbrauchsgefahr, mit diesen Ausführungsbestimmungen. Ja, das ist völlig richtig. Der ganze neue Artikel oder die neuen Ausführungsbestimmungen deuten das Wort Katastrophe auch so, dass es eine Katastrophe ist, wenn Vermögenswerte in Gefahr sind. Man muss sich das wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Vermögenswerte sind in Gefahr und dann wird Militär eingesetzt, um möglicherweise Menschen zu töten. Denn es ist auch in diesem Entwurf ganz klar gesagt, bei solchen Militäreinsätzen gelten nicht die nationalen Rechte vor Ort, sondern es gilt Europarecht, sprich die Menschenrechte, so wie sie in Europa formuliert worden sind. Und das bedeutet auch Tötungen, wie es so schön heißt, im Klartext Hinrichtungen, wenn sie zur militärischen Beherrschung eines Aufstandes unbedingt nötig sind. Ja, diese Definition von wegen, ich habe die englische Fassung gefunden von diesem Entwurf, da steht Desaster, im Deutschen steht von Menschen verursachte Katastrophe, da steht bei Desaster, Artikel 3 Buchstabe B von diesen Ausführungsbestimmungen, diesem Entwurf, jegliche, any situation which has or may have an adverse impact on people, the environment or property. Jegliche Situation, die haben kann oder hat eine negative Auswirkung auf Menschen, Umwelt oder Eigentum. Ja. Und, das heißt, es muss scheinbar noch nicht mal ein sehr schwerer Schaden sein. Und dass die EU-Grundrechtecharta Anwendung finden soll darauf, das steht da in Erwägungsgrund 18. Und diese EU-Grundrechtecharta, wenn man da reinguckt, Artikel 2, sieht das aus, als wäre das Leben besser geschützt als im Grundgesetz, ohne Gesetzesvorbehalt. Aber dann gibt es einen Artikel 52 Absatz 3 und 7, wo dann steht, soweit es in der EU-Grundrechtecharta Rechte gibt, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention des Europarats auch enthalten sind, ähnlich Form, dann gelten die und dann noch zuzüglich der Erläuterung des EU-Konvents. Und so kommt das dann zustande mit dieser Lücke im Recht auf Leben bei der EU-Grundrechtecharta. Ja, ja. Da,
Und das Ganze spricht ja dafür, dass man sich da im EU-rechtlichen Raum bewegen würde, wenn die Grundrechte anzuwenden sind. Das ist eine ganz komische Vorschrift. An anderer Stelle wiederum wird da Bezug genommen darauf, dass man auf Ressourcen zurückgreifen würde in Artikel 1 Absatz 2 von der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Und die ist ja vom Rang normales Völkerrecht, anders, nicht dieser hohe Rang, wie das EU-Recht hat. Und das, wenn es im EU-rechtlichen Raum ist, dann kann der EuGH darüber urteilen, dem Grenzen setzen, aber es hat dann diesen hohen Rang des EU-Rechts, wo dann wir dann praktisch nur noch unser Grundgesetz haben, beziehungsweise die Verfassungsidentität, Grundrechte und Strukturprinzipien, um dem ansonsten Grenzen zu setzen. Oder es ist gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Der Europäische Gerichtshof ist da nicht zuständig, dem Grenzen zu setzen, aber es hat nur normalen völkerrechtlichen Rang. Und diese Vorschrift, die wirkt auf mich so, als würde sie sich dazwischen schlängeln. Ja, aber ich meine, es ist ganz klar gesagt, dass hier Militäreinsätze kommen, dass auf die militärischen Mittel zurückgegriffen wird. Und damit sehe ich einfach die Anwendung des militärischen oder der militärischen Säule im EU-Vertrag, sprich Artikel 42, 43. Und damit ist ja zumindest in diesem Bereich der Europäische Gerichtshof völlig ausgeschlossen. Und ich meine noch, diese Diskussion, die wir hier führen, ist sehr theoretisch. Meine Erfahrung mit der EU, speziell mit der Kommission, ist da ziemlich schlecht. Die scheren sich manchmal einen Teufel drum, wie das jetzt genau rechtlich steht. Die schlagen einfach los. Und deswegen habe ich da ziemlich großes Bauchweh. Wenn die mal anfangen einzugreifen, dann lassen sie sich sicher durch juristische Feinheiten nicht mehr bremsen. Ja, die Befürchtung habe ich da auch. Und vor allem, es ist ja anders als das, was wir aus dem Grundgesetz kennen. Zumindest beim Grundgesetz ist es ja eher nicht so vorgesehen, dass die Bundeswehr, wenn sie denn im Innern eingesetzt wird, militärtypische Waffen einsetzt, sondern da ist sie sozusagen Hilfskraft der Polizei. Erst die Polizei, dann der Grenzschutz. Wenn das nicht reicht, die Bundeswehr. Und hier ist es ja dafür da, auch mit militärischen Waffen, also mit Panzern und nicht nur mit Waffen, die auch die Polizei einsetzen durfte, dort aufzutreten. Das steht ja explizit in den Verträgen oder in dem Entwurf, sollte ich sagen, so drinnen, dass auf diese Mittel zurückgegriffen wird. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und Artikel steht es 1 Absatz 2 auf solche militärischen Ressourcen und das heißt also nicht nur Hilfstruppen der Polizei. Genau, ja. In der Petition wird auch kritisiert, was da in Artikel 5 steht, dass die Staaten zwar den Anstoß geben würden, oder der betroffene Staat für die Anwendung der Solidaritätsklausel, aber dann bei der operativen Leitung die Kommission die Macht hätte, oder dieses Emergency Response Center auf EU-Ebene. Ja, das stimmt so. Und das ist für mich ein Riesenproblem. Denn wenn die Regierung, oder es muss ja nur ein hoher Regierungsvertreter sein, um diese Hilfe bittet, dann gibt die Regierung dieses Land das Heft völlig außer Hand. Dann ist die EU dafür zuständig für alle militärischen und sonstigen Operationen. Das heißt, faktisch übernimmt es die Regierung. Das ist schon ein Problem. Und da gibt es in dem Artikel 5 Absatz 2 einen zweiten Satz, der sagt jetzt wörtlich übersetzt, die Kommission in Konsultation mit der Hohen Repräsentantin, also jetzt wäre jetzt die Frau Ashton, EU-Außenministerin, kann nachfolgend ein anderes Zentrum bestimmen, welches besser platziert ist oder geeignet ist, um die Funktion, um jene Funktion zu übernehmen, und dabei in Betracht ziehend die Art der Krise. Da steht aber nicht drin, was für eine Art von Zentrum, ob sie das irgendjemand anders geben können, der NATO, Privaten. Ich sehe so, dass das nicht eingeschränkt ist. Das heißt, die können das mehr oder weniger nach Gutdünken machen. Dann könnte man die Leitung des Einsatzes möglicherweise sogar Privaten übertragen. Oder das ist ja eine gewisse Putschgefahr.
wenn man das wird uneingeschränkt formuliert. Das ist der Fall, ja, ganz klar. Ich möchte den Fall nochmal so ein bisschen als Szenario darstellen. Eine Regierung nickt ein, weil Generalstreiks da sind, die Zahlung verweigern wollen für die Banken und für die Bankenrettung. Dann ruft der Finanzminister als hoher Repräsentant der Regierung gegen den Willen der Regierung die EU zur Hilfe, die marschiert ein und kann dann ziemlich viel machen. Sie wird vielleicht nicht putschen, aber sie wird die Regierung kaltstellen, denn die Macht hat ja dann diese Eingreiftruppe. Insofern ist das ein kalter Putsch, was da passiert oder was da passieren kann. Ich denke, das muss man ja auch sehen im Zusammenhang mit anderen Entwicklungen. Wie zurzeit gibt es ja nicht nur das mit diesen vier Stufen und dann dem sogenannten Euro-Rettungsschirm, damit die Gläubiger pünktlich bezahlt werden, wo die Staaten dann die Auflagen kriegen, sondern gibt es ja auch noch diese EU-Wirtschaftsregierung mit der verschärften Stabilitäts- und Wachstumspakt, Ungleichgewichtsverfahren, haushaltsmäßige Überwachung. Bei der haushaltsmäßigen Überwachung kann die Kommission ja sogar in die Haushaltsentwürfe von Bund und Ländern eingreifen. Ja. Und wenn dann ein Staat noch den Anlass gibt, dass obendrein noch ein Militäreinsatz ist, wo dann die Kommission die operationelle Leitung hätte, wo das so beschlossen wird, da sehe ich durchaus die Gefahr, dass die Kommission dann das missbrauchen könnte, die Macht an sich zu reißen. Ja, sehe ich auch so. Die Frage ist, wer bestimmt denn, wann so ein Einsatz nach der Solidaritätsklausel wieder beendet wird? Die EU, dieses Zentrum, wer immer das gerade ist, die die Einsätze machen. Das heißt, das betroffene Land hat dann nichts mehr zu sagen. Das heißt, wenn man so etwas wollte, dann müsste zumindest das betroffene Land dann doch sagen können, stopp bis hier und nicht weiter, jetzt übernehmen wir das Ganze wieder selber und alle müssen das Land verlassen, alle Truppen. Das wäre bei einem vernünftigen Vertrag so zu denken, aber die Ausführungsbestimmungen, die jetzt zur Diskussion stehen, haben eine solche Klausel nicht. Was waren denn die Hauptkritikpunkte vom Europaparlament? Die haben ja einige Änderungswünsche gehabt. Die haben sogar sehr viele Änderungswünsche gehabt. Diese Wünsche drücken sich in einzelnen Formulierungen aus, deren Bedeutung man nicht so sofort sieht. Aber die allgemeine Tendenz war, dass diese Bestimmungen viel zu unpräzise sind, dass man da sehr viel hineininterpretieren kann. Und wie es halt bei juristischen Verträgen, Bestimmungen der Fall ist, man muss damit rechnen, dass das sehr großzügig ausgelegt wird und dann ist wirklich jede Kritik berechtigt. Denn das gibt der EU Rechte, praktisch in jedes Land einzumarschieren. Wie gesagt, es muss nicht einmal die gesamte Regierung dahinter stehen, muss nur ein hoher Regierungsvertreter darum bitten. Und dann ist die Regierung entmachtet. Wenn ich mir anschaue, in Griechenland gibt es schon eine ganze Menge Pressezensur und Eingreifen in die Haushaltsentwürfe mit der haushaltsmäßigen Überwachung und jetzt auch noch Ausführungsbestimmungen, die selbst die unpräzise Formulierung in der Solidaritätsklausel selbst weit überschreiten. Ja. Wann soll das Ganze denn beschlossen werden? Ich fürchte schon diesen Sommer. Der Rat trifft sich ja nicht so oft und das könnte bei der nächsten oder übernächsten Sitzung dann oder wird vermutlich dann beschlossen. Das heißt, es trifft sich der Rat mit den zuständigen Fachministern, es sind nicht mal die Regierungschefs, die das beschließen, obwohl es das überschreitet, was der Artikel 222 AEU-Vertrag dem Wortlaut nach überhaupt erlaubt. Ja, aber so kleinlich, dass die Kommission da immer auf die Verträge schaut, sind sie nicht. Ich meine, nehmen wir
andere Bestimmungen der Kommission, die hat einfach das Ziel, die Macht der EU-Verwaltung auszudehnen. Und was nun präzise in den Verträgen steht, interessiert die Leute leider, muss ich sagen, nicht so sehr. Wir haben sehr viele Fälle, ich glaube, ich brauche es jetzt gar nicht aufzählen, wo die Kommission einfach ihre Befugnisse überschritten hat. Und ja, wie Juncker gesagt hat, wir machen so weit weiter, so lange weiter, bis wir gestoppt werden. Wenn sich niemand aufregt, dann macht man einfach weiter. Und Juncker ist ja nicht nur der Regierungschef der von Luxemburg, sondern er war ja lange Jahre der Chef der Euro-Gruppe. Ja. Euro-Gruppe ist das Gremium, wo Finanz- und Wirtschaftsminister von den Staaten der Eurozone Dinge vorbesprechen, ohne Presserummel, ohne Öffentlichkeit, die dann hinterher entschieden werden im Ministerrat. Es ist also ein bisschen zweideutig, was meint Juncker denn damit, auf was bezieht er sich dann? Also wenn man Dinge jetzt erstmal in den Raum stellt, wo werden solche Dinge vorbesprochen? Ich glaube, er hat es nicht nur auf diesen speziellen Mechanismus angewendet, sondern ganz allgemein die Arbeitsweise der EU, speziell der Kommission, die probiert, wie weit sie gehen kann. Und solange sie keinen Gegenwind kriegt, macht sie halt weiter. Denken wir an die Wasserrichtlinie, denken wir an Vorratsdatenspeicherung, an vieles andere mehr. Ja, sie probieren es einfach. Da fallen mir aktuelle Beispiele ein. Wenn man diese Vorschrift hätte, und es muss ja noch nicht mal vielleicht die Größenordnung sein, wie bei der Finanzkrise, wo es um hunderte Milliarden für die Banken geht. Wenn ich mir Stuttgart 21 anschaue oder jetzt, was Pendant zu Stuttgart 21 in der Türkei, in Istanbul, wo auch laut drüber nachgedacht worden ist, die Armee einzusetzen, wenn die Polizei nicht reicht. Mhm. Das könnte ja vielleicht auch etwas sein, wo diese Vorschrift zum Einsatz käme. Also wenn etwas Vergleichbares in der EU wäre. Es heißt ja in der Formulierung, die Regierung des betreffenden Staats hat das Heft nicht mehr in der Hand, um eben Rechtsstaatlichkeit im Sinne der Kommission herzustellen, wobei eben ganz oben steht, dass wirklich keine Vermögenswerte in Gefahr sind. Ob jetzt dieser Zustand in der Türkei erreicht wäre, dass die Regierung das Heft nicht mehr in der Hand hat, ich glaube, das würde man so nicht sehen, denn die Regierung greift ja brutal durch. Da braucht man nicht jemanden, der noch brutaler durchgreift, sondern kritisch wäre es nur, wenn, kritisch aus Sicht der EU, muss ich sagen, wenn eine Regierung nicht hart genug durchgreift. Das heißt, wahrscheinlich würde die EU es wirklich bei so großen Fällen, wo es um ganz viel Geld geht, wie bei den Auflagen, wenn die Staaten nicht mehr die Auflagen machen wollen für die Bankenrettung, ja, wo es um wesentlich mehr Geld geht. Das scheint wirklich etwas zu sein, wo es eingesetzt zu werden droht. Ja, vor allem die zeitliche Choreografie passt ja auch dazu. Ja, ganz klar. Jetzt, genau, dass dieses Dokument sichtbar gemacht wurde, hatten Abgeordnete der Linkspartei im Parlament gefordert. Ist von da aus nochmal etwas gekommen? Das weiß ich nicht, denn das Dokument ist ja sichtbar, es ist ja im Internet abrufbar. Was braucht man da noch? Was ist denn aus der Petition der ÖDP geworden? Die ist eingereicht, wir haben noch keine Antwort bis jetzt. Aber die Schwierigkeit bei der Petition ist, dass wir uns nur an das EU-Parlament wenden können. Nur hier gibt es Petitionen. Wir müssen also das Parlament bitten, hier aktiv zu werden. Vielleicht tun sie es, wir hoffen es. Was kann man noch tun, um das ins öffentliche Bewusstsein zu rücken? Ich
glaube, es ist einfach wichtig, im Internet, in privaten Radios, so wie bei diesem hier, die Sache zu verbreiten, denn die Zeitungen werden wohl nichts drüber bringen, auch der Rundfunk und Fernsehen nicht. Hier sind wir wirklich auf private Initiativen angewiesen. Herzlichen Dank. Kann man die Petition im Internet lesen? Sie ist da etwas versteckt bei www.ödp.de, entweder ö oder oedp.de, und dann gibt man einen Bundesparteitag und da findet man dann die Petition. Also zuerst muss man Bundesparteitag eingeben, denn dort ist sie beschlossen. Es ist geplant, die Größe herauszustellen, sobald die Antwort vom Europaparlament da ist, dass man das dann wirklich gegenüberstellen kann. Okay. Und den Entwurf dieser Ausführungsbestimmung findet man, wie gesagt, unter 2012-370 und dann Klammer auf NLE, Klammer zu, und die Vorschrift, um die es geht, ist Artikel 222 AEUV. Bitte schauen Sie nach, machen Sie sich selber ein Bild und helfen Sie, das ins öffentliche Massenbewusstsein zu rücken. Gummivorschrift darf da nicht eins zu eins durchkommen. Darf ich nur mal dazu sagen, wenn diese Klausel so wirklich mit diesen Bestimmungen in Kraft tritt, dann ist das Ende der Demokratie. Denn Demonstrationen, Massendemonstrationen, auch Generalstreiks sind ein wichtiges demokratisches Mittel, vielleicht das letzte Mittel in vielen Fällen, aber es ist eines. Es ist zum Beispiel etwas, dass das Widerstandsrecht in der deutschen Verfassung oder besser gesagt im deutschen Grundgesetz ausdrücklich erwähnt. Wenn das militärisch niedergeknüppelt wird, dann ist für mich keine Demokratie mehr da. Ich hab mir mal ein Fachbuch gekauft zum Thema wehrhafte Demokratie und zu dem Widerstandsrecht. Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz, das ist, wenn die Ordnung des Grundgesetzes als solche in Gefahr ist, jetzt gibt es unterschiedliche Auffassungen, was ist die Ordnung des Grundgesetzes, aber ich glaube, die Mehrheitsauffassung ist mindestens das, was in Artikel 1 und Artikel 20 steht, ja. Wenn nicht gar die ganze Verfassungsidentität, also auch die Wesensgehalte der übrigen Grundrechte, aber mindestens Artikel 1 und Artikel 20, wenn die Ordnung in Gefahr ist, dann ist Widerstand erlaubt, dann darf man sich soweit, wie das Widerstandsrecht geht, sogar über Gesetze hinwegsetzen, ist aber selber im Risiko, denn es muss immer verhältnismäßig sein. Wenn man zu weit geht, kann es sein, dass man trotzdem rechtlich belangt wird. Und in Deutschland ist grundsätzlich Generalstreik verboten. Aber wenn man in eine Situation kommt, dass Grundgesetz selber in Gefahr wäre und die Situation eben so dramatisch wäre, dass ein Generalstreik dafür verhältnismäßig wäre, dann wäre das mit nach dem Widerstandsrecht sicherlich erlaubt. Aber jeder wäre selbst in der Gefahr, das einzuschätzen, ab wann dieser Punkt erreicht wäre. Meine ganz banale Meinung dazu ist, Artikel 1 schützt ja das menschliche Leben. Genau dieses die Würde, aber auch das Leben selber ist ja mit eingeschlossen, denn wenn das Leben ausgelöscht wird, ist auch die Würde weg. Und diese Sache, das ist ja das höchste Gut, was wir haben, außer den demokratischen Rechten, das Leben. Und hier ist ein Generalstreik durchaus angemessen. Denn wenn, ich sage es nochmal, nicht nur das Leben Einzelner, sondern vieler bei solchen Aktionen, bei solchen Militäreinsätzen in Gefahr ist, dann ist wirklich meiner Meinung nach der Artikel 20 maßgebend, der Widerstandsrecht und damit auch Generalstreiks rechtfertigt. Ja, ich habe, soweit ich mich entsinne, Randnummer 211 Lissabon-Urteil, da steht, dass die Demokratie in der Menschenwürde wurzelt. Also Demokratie und Menschenwürde scheint das zu sein, was das Grundgesetz am meisten schützt. Ja. Aber es gibt auch die Auslegung, dass die Menschenwürde auch in gewissem Umfang mit das Leben schützt, zusätzlich zu dem, dass das Leben in Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz steht, zum Beispiel bei der Ablehnung der Todesstrafe. Ja.
stoßen ja viele auch auf die Menschenwürde. Ja, klar. Und es gibt, denke ich, auch ein historisches Beispiel. Es gab ja in der Weimarer Republik den sogenannten Kapp-Putsch. Und da wurde damals die verfassungsmäßige Ordnung gegenüber diesem rechtsradikalen Freikorps, was die Macht ergriffen hatte, wiederhergestellt durch einen Generalstreik. Also es gab es schon mal in der deutschen Geschichte. Wenn einer putscht, dann wäre ein Generalstreik wohl gerechtfertigt. Die Frage ist nur, wann ist eine Situation, die damit vergleichbar ist? Und wenn diese Vorschrift in Kraft treten würde, wenn sie angewandt würde, wann wäre diese Grenze überschritten? Das finde ich eine schwierige Frage. Ja, aber meiner Meinung nach wie vor, menschliches Leben in der Kette auch menschliche Würde. Menschliches Leben, wenn das als eines der höchsten Güter, die wir zu bewahren haben, wenn das nicht nur in Einzelfällen, sondern generell in Gefahr ist, dann ist mindestens ein Generalstreik erlaubt, möglicherweise sogar eine wehrhafte Verteidigung. Denn das ist ja im Völkerrecht üblich. Wenn ein Staat angegriffen wird, dann kann man auch die Angreifer töten. Intern in einem Staat kann es nicht anders sein. Jetzt, damit ich nicht falsch verstanden werde, ich bin beileibe nicht einer, der jetzt gleich zum Quer greifen würde und die Gegner erschießt. Ich bin ein extremer Pazifist. Ich will nur die Logik dieser Gesetze darstellen. Das heißt, das würde das Recht auf Widerstand zum Erhalt unserer verfassungsmäßigen Ordnung, wenn es denn gefordert ist, die Ausübung dieses Rechts, wie es unser Grundgesetz als grundrechtsgleiches Recht uns zugesteht, in Artikel 20 Absatz 4, würde das unterlaufen, diese Vorschrift. Indem man die Solidaritätsklausel auf EU-Ebene sich darauf berufen könnte, und dann könnte die EU die Leute in diesem Land oder in allen Mitgliedstaaten der EU gewaltsam daran hindern, friedlich ihr Widerstandsrecht auszuüben. Dieses Szenario ist denkbar, ja. Okay. Ja, ich muss einfach nochmal sagen, wir reden so ruhig über diese Dinge. Denken wir einfach dran, wie viele Leute in den vorausgehenden Generationen ihr Leben gelassen haben dafür, dass wir in einem ruhigen, demokratischen Staat leben. Und das soll jetzt plötzlich weggewischt werden. Ich kann mein Entsetzen einfach nicht zurückhalten über diese Dinge. Es ist ja nicht nur die Solidaritätsklausel, es sind ja viele Dinge, die jetzt hier eine Rolle spielen. Ich glaube, wir müssen uns wirklich wehren. Wir können das nicht so laufen lassen. Ich sehe es genauso. Ich meine, wir haben über 2 Jahre unseres Lebens eingesetzt, den Großteil unserer Freizeit, um den unmenschlichen Versuch, hier diese Euro-Krise zu benutzen, um Banken zu bereichern, Grenzen zu setzen anhand von Grundgesetzen und universellen Menschenrechten. Und ich meine, wir haben einiges recherchiert, wie man mit Gewalt in anderen Ländern durchgesetzt hat, Sozialkürzungen, damit man mehr Geld den Gläubigern geben kann. Ob es jetzt hier die Troika ist, da ist es bisher noch nicht so weit gekommen, aber in vielen Ländern hat man es gemacht, wo der Internationale Währungsfonds die Auflagen gemacht hat. Ob man ja Ausnahmezustand in Thailand hatte bei Sozialkürzungen oder in den 80ern, das war lange vor der heutigen Regierung in Venezuela. In Bolivien, in Jordanien hat man das unterdrückt. Es gibt da eine ganze Menge Beispiele. Und ich denke, von daher ist es das Wahrscheinlichste, dass es um zukünftige Sozialkürzungen geht. Und ich denke, wenn wir unser Sozialsystem erhalten wollen, müssen wir nicht nur da wachsam sein, was als nächstes im Namen des Euro geschieht, sondern auch diese EU-Verordnung, diese ist gar noch nicht mal eine Verordnung, da dürfte das Parlament ja mitbestimmen, diese Ausführungsbestimmung zur Solidaritätsklausel aufhalten. Denn wir wissen ja auch nicht, wie weit sie gehen würden dafür. Ja. Herzlichen Dank für das Interview. Ja, bitte, ich habe mich gefreut. Alles Gute und einen schönen Abend noch. Und danke für die Petition. Ich hoffe, dass es
viele Menschen wachrüttelt. Danke auch. Wiederhören. Danke.